Exodus, der Auszug aus Ägypten, zweiter Teil. Das Körbchen mit dem kleinen israelitischen Jungen war fort. Der Platz im Schilf war leer. Die Mutter war untröstlich. Was war nur passiert? Nun, der Nil ist auch heute noch der größte Fluss der Welt. Die Strömung hatte das Körbchen ergriffen und mit dem Kind darin davongetragen. Angespült wurde das Körbchen mit dem Kind in einer Kurve des Flusses an einem sandigen Strand. Die ältere Schwester des Säuglings hatte die ganze Zeit das Körbchen verfolgt und nicht aus den Augen gelassen. Aber holen konnte sie das Körbchen mit ihrem Bruder auch jetzt nicht. Denn am Strand wurde gebadet. Genau das war das Problem. Oberhalb des Strandes stand der Palast des Pharaos, des Königs von Ägypten. Und die Badenden waren die Tochter des Pharaos, also die Prinzessin, zusammen mit ihren Hausdamen. Da konnte die Schwester natürlich nicht einfach hinlaufen und ihr Brüderchen holen. Ausgerechnet die Tochter des Pharaos fand das Körbchen mit dem Kind darin. Sie nahm das Kind heraus. Wie süß, hörte man sie rufen. Das will ich behalten. Und sie wusste genau, dass ihr Vater, der Pharao, ihr nichts abschlagen konnte. Nun ergibt sich dabei ein Problem, das für uns heute gar nicht so leicht zu erkennen ist. Denn wir leben in einer Zeit, in der man alles Nötige zum Kinderaufziehen im Supermarkt und der Drogerie kaufen kann. Auch Pulver, mit dem man Säuglingsmilch anrühren kann. Das ist bequem, auch wenn wir wissen, dass das Stillen mit echter Muttermilch gesünder ist. Der Mensch ist halt ein Säugetier. Säuglingsnahrung zum Kaufen gab es damals allerdings nicht. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte müssen wir uns anschauen und sagen, das gab es damals nicht. Und im größten Teil der Menschheitsgeschichte hat man dann, wenn man dieses Problem hatte, man hatte ein Kind, aber nicht die passende Mutter dazu, dann benötigte man eine andere Frau, eine sogenannte Amme. Also eine Frau, die selbst gerade ein Kind geboren hat und genug Milch für ein weiteres Kind übrig hat. Und weil ein Kind ja rund um die Uhr Hunger hat, wohnten damals eine Amme mit dem eigenen Kind bei der Familie, die sie dafür bezahlte. Die musste selbstverständlich was für ihre Mühe bekommen. Und genau das dachte sich jetzt auch klug die Schwester des Kleinen, die Schwester des Säuglings. Sie schlenderte einfach so an der Prinzessin vorbei, fragte, ach, habt ihr ein Kind gefunden? Ich kenne da eine Amme. Und schon jubelte sie der Prinzessin die eigene und die echte Mutter des Kindes als Amme unter. Clever. Die Prinzessin war übrigens begeistert, dass sich das Problem so schnell löste. So sollte es sein. Und so zog der Kleine, begleitet von seiner Amme, die seine heimliche Mutter war, als Prinz in den Palast des Pharaos. Die Prinzessin gab dem Kleinen übrigens einen ägyptischen Namen. Mose nannte sie ihn, das heißt übersetzt, der aus dem Wasser gezogene. Passt ja. Und so lebten sie glücklich bis, nein, die eigentliche Geschichte fängt doch gerade erst an. Im nächsten Teil.